Hallo zusammen. In diesem Vorlesungsvideo geht es nun darum, wie Sie weitere Dinge in ggplot2 einstellen können, um das Erscheinungsbild Ihrer Grafik zu optimieren. Schauen wir uns das Ganze also einmal an. Diese weiteren Anpassungen, vielleicht erstmal für Sie als Hinweis, ich hoffe, Sie brechen jetzt nicht direkt das Video ab, die sind sehr praxis, aber für Sie nicht klausurrelevant. Das heißt, jetzt nur einmal zuhören und entspannt alles verarbeiten. Es gibt viele Möglichkeiten für weitere Anpassungen. Ich hatte Ihnen bereits, als ich Ihnen das Cheat Sheet einmal kurz gezeigt habe, habe ich Sie bereits auf die verschiedenen Themes aufmerksam gemacht. Und Themes, da steckt sowas hinter wie das allgemeine Grunddesign, also sowas wie unsere Hintergrundfarbe und ähnliches. Wenn Sie ein helles Design möchten, mit einem weißen Hintergrund, dann können Sie zum Beispiel einfach zu Ihrem ggplot das Theme-Light hinzufügen. Zusätzlich gibt es noch so etwas, das kennen Sie von anderen Grafiken, etwas, was Ihre Achsen und Ihre Grafik beschriftet, und das funktioniert einfach über Labs, Klammer auf, Klammer zu. Das sind sämtliche Beschriftungen, die Sie sich vorstellen können, der Titel, die Achsen, die Legenden und so weiter. Und Sie können natürlich auch noch ein Koordinatensystem hinzufügen. Die Art des Koordinatensystems können Sie auch festlegen. Hier brauchen wir meist das kartesische, das heißt, das funktioniert dann so. Koort-Kartesien, Klammer auf, Klammer zu. Und Sie können zusätzlich noch, das steht hier unten, Eigenschaften festlegen, wie den Wertebereich der Achsen. Also, was ist der minimale und was ist der maximale Wert für die x-Achse? Das wird einfach über einen Vektor hier bestimmt. Und was ist der minimale und maximale Wert für die y-Achse? Und so weiter. Sie können noch viel, viel mehr machen. Das soll Ihnen nur einen ersten Eindruck dafür geben. Okay, machen wir jetzt wirklich mal eine richtig tolle Grafik, wo Sie Beschriftung, Theme, alles mit drin haben. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Wie kann das aussehen? Erstmal der R-Code dafür. Also, was haben wir hier oben? Wir haben hier oben wieder ggplot, hier wird der Datensatz genannt und dann die Aesthetics, die für alle Geome, Stats und Themes und so weiter gelten. Nämlich, wir haben einmal die Variable für den Hubraum, den Verbrauch und für das Jahr. Das Jahr wird in allen nach der Farbe getrennt. Und dann haben wir hier als erstes das Geom Point. Da haben wir zusätzlich noch einmal das Jahr mit drin bezüglich der Form der Punkte. Dann haben wir hier die Glättung und das helle Theme. Wir haben das kartesische Koordinatensystem, haben wir hier festgelegt. Und hier auch welche Werte unsere x-Achse, die soll von 0 bis 7 gehen, und unsere y-Achse von 0 bis 20. Und dann geben wir zusätzlich auch wieder über eine Plusverbindung hier unsere Labs, unsere Beschriftungen an. Was sind also unsere Beschriftungen? Die stehen hier. Wir haben einmal den Titel unserer Grafik, die nennen wir Benzinverbrauch, Untertitel Jahre 1999 und 2008, X Hubraum in Liter, Y Verbrauch Liter pro 100 Kilometer, die Farbe, da soll Jahr stehen, Shape soll Jahr stehen, und dann nehmen wir noch die Quelle dazu. Und wenn Sie das jetzt alles so machen, diese ganzen einzelnen Elemente über ein Plus miteinander verknüpfen, Sie sehen, das ist hier immer passiert, und das dann in R ausführen, dann sollten Sie genau diese Grafik hier erhalten. Sie sehen, das sieht doch schon ganz hübsch aus. Also wir haben hier unsere verschiedenen Labs. Benzinverbrauch ist unser Titel. Dann haben wir den Subtitle Jahre 1999 und 2008. Hier die Beschriftung für die Y-Achse, das war einfach mit Y gleich und dann in Anführungsstrichen Verbrauch, eckige Klammer, Liter pro 100 Kilometer, X gleich und dann in Anführungsstrichen Hubraum in Klammern Liter, und die Caption, die steht hier unten. Hier hält unser Koordinatensystem, das kartesische, und wir sehen, da haben wir die X-Achse von 0 bis 7 limitiert, es geht hier von 0 bis 7, die Y-Achse von 0 bis 20. Wir haben das helle Theme gewählt. Wir haben jetzt nicht diesen grauen Hintergrund, sondern einen weißen. Wir haben den Datensatz MPG verwendet und dann für alle Geome sowohl den Hubraum, das sehen wir hier auf der X-Achse, und den Verbrauch auf der Y-Achse genutzt und nach dem Jahr differenziert. Und dazu haben wir dann einmal auch die Punkte mit der Form nach dem Jahr differenziert
und zusätzlich auch noch die statistische Transformation hier, unsere Glättung mit eingefügt, mit den Konfidenzintervallen für jedes Jahr. Schauen wir uns das auch einmal in R an. Wir wollen jetzt hier also diese fortgeschrittene Grafik noch einmal machen. Sie sehen, das ist genau der Code, den wir eben hier benutzt haben. Variieren Sie hier ruhig mal die Werte oder die Variablen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was geht, was gemacht wird. Und wenn wir das dann exportieren, dann erhalten wir eben genau die Grafik, die wir eben gesehen haben. Okay, was möchte ich Ihnen hierzu noch zeigen? Lügen mit Statistik. Unter Umständen für Sie später gar nicht so uninteressant, je nachdem, in welchem Bereich Sie arbeiten. Wenn Sie nämlich einfach suggerieren möchten, dass Ihre Umsätze stark oder sich weniger stark verändert haben, also wenn es positiv ist, möchte man ja wahrscheinlich sehr starke Veränderungen sehen. Wenn es negativ ist, eher relativ schwache Veränderungen. Dann können Sie das wie folgt machen. Sie nehmen auch wieder den ggplot-Befehl, haben in beiden als erstes hier den Datensatz angegeben und dann da auf der x-Achse Umsatz auf der y-Achse. Und in beiden Varianten haben Sie das geom-line. Das heißt, den einzigen Unterschied, den Sie hier machen, hier sieht es eben nach einer sehr starken Umsatzsteigerung. Und hier sieht das aus, als wäre das Ganze eher schwach gestiegen. Schwache Steigung. Dann können Sie das einfach und allein dadurch verändern, dass Sie hier Ihr Koordinatensystem, statt es von R automatisch bestimmen zu lassen, da die Y-Achse entsprechend festlegen. Also je nachdem, wie Sie hier die Y-Achse variieren, Sie sehen, hier in der ersten Grafik geht die von 1600 bis 2400. Wenn Sie die jetzt von 0 bis 2500 gehen lassen, dann sieht das schon komplett anders aus. Also, damit können Sie natürlich später Ihren Chef von Ihrer positiven Leistung überzeugen, wenn er sich nur die Grafik anguckt. Da sollten Sie aber immer noch bedenken, dass der nicht ohne Grund Chef ist und da vielleicht auch ein Verständnis für die Zahlen hat. Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Umgekehrt, wenn Sie da Verluste einfahren, wenn der Umsatz sinkt, möchte man das natürlich möglichst gering halten, würde man tatsächlich zu diesen schwachen Darstellungen vermutlich tendieren. Achten Sie immer auf die Y-Achse, wenn Sie mit Statistik zu tun haben und wie das Koordinatensystem aussieht. Nicht nur auf die Linien. Okay, in diesem Vorlesungsvideo haben Sie jetzt gelernt, wie so eine richtig schöne, ausgearbeitete Grafik aussehen kann, die Sie dann auch für Ihre Bachelorarbeit oder Masterarbeit später oder für eine Hausarbeit verwenden können. Zudem haben Sie dann auch diesen kleinen Exkurs gehabt, dass Sie, je nachdem wie Sie das Koordinatensystem variieren, eine Darstellung komplett verändern können. Also versuchen Sie, Ihre Ergebnisse immer realistisch und auch besonders gut darzustellen. Die Fähigkeiten dafür, die haben Sie jetzt. Also legen Sie los!